Hallo, ihr Quirlinge. Der Ex-Alp, die Bestie von Xarkur, befindet sich in Goliath an der Werkbank. Und ich will mir mal anschauen, was ich mit Sockelsteinen anfangen kann. Ich habe einige Steinchen. Ich habe 3 kleine blaue Steine, 4 kleine gelbe, 2 kleine grüne, 2 kleine rote und 5 kleine weiße. Und angeblich kann man... Ah, so geht das. Einfach draufklicken. Jetzt habe ich einen großen weißen Stein. Der macht was? Bonusschaden Gefährten plus 10. Ach so, in der Waffe. Im Adjutor Bonusgefährten Gesundheit plus 10. Aha. Das ist jetzt irgendwie nicht die Welt. Ich habe die aus dem Adjutor rausgefummelt. Pack die da mal wieder rein. Sockel einsetzen. Wuchtschlagbonus, Gesundheitsbonus, Resistenzbonus, Questerfahrungsbonus und Gesundheit. Aber ich würde fast sagen, ich packe hier mal zweimal die Questerfahrung rein. Und einen Bonus auf Gesundheit, Resistenzen, Quest, Gefährtengesundheit. Da kommt Gefährtengesundheit. Ich bin mal uneigennützig. Die guten Steine, die ich jetzt eher im Adjutor drin haben wollte, davon habe ich noch nicht genug, als dass ich da die zu normalen Steinen zusammenbappen könnte. Aber das kommt noch. Ich muss noch ein paar kleine finden, dann ist es soweit. Jo, mehr habe ich an der Werkbank nicht zu tun. Ich war dabei. Lass das lieber bleiben. Nee, lass es nicht bleiben. Das ist alles wichtig, was ich hier mache. Ich habe ja so eine antike Burgruine entdeckt und die will ich mir näher anschauen. Die ist teilweise giftig, aber halt nur teilweise. Deswegen jogg mal bitte dahin. Im Schweizgalopp. Schickes Gemäuer. Was finde ich da drin? Hier gibt es bestimmt einige Räume und Türme, vielleicht sogar einen Keller. Das wäre bei einer großen Anlage wie dieser eigentlich sogar zu erwarten. Die Frage ist, ist er zugänglich? Es geht schon wieder los, dass ja gar nichts ist, oder? Ein kleines Lager. Heiltrank. Trockenfleisch. Krug. Trockenfleisch. Das wollte Rock haben, um sich nach Tavar abzusetzen, aber daraus wurde nichts. Ach, guck mal, der Regen kommt wieder schön. Hat ja gerade erst aufgehört. Dieser dämliche Regenalgorithmus. Dem würde ich gerne mal Bescheid stoßen. Hoffentlich ist der wirklich in der Wüste Tavar dann anders, dass es da halt nicht regnet. Aber ich ahne schon, dass das genauso ist wie in Edan und dass ich dann das Paradox habe, im Let's Play durch eine Wüste zu laufen, in der es ständig regnet und trotzdem ist es eine Wüste. Da ist es giftig. Warum ist es da eigentlich giftig? Das ist nicht durch irgendwelche Pflanzen, das ist durch irgendwas anderes. Oder ist das gar kein Gift? Nee, das ist die grüne Dämpfe, das muss Gift sein. Ach so, das kommt aus dem Boden. Im Keller hat man irgendwas gemacht. Ah. Ich bräuchte Elex. Reiner Art. Trockenfleisch, kleiner Weihnachtrank. Trockenfleisch. Das Trockenfleisch, ist das Bestandteil dieser Leiche gewesen oder war das im Inventar dieser Leiche? Man weiß es nicht so genau. Ich habe Falk verloren. Falky Boy, kommst du nochmal oder war's das mit uns jetzt? Oh, ich sehe nichts. Mensch. Ach, da bist du ja. Jo. Nix. Kein Ei auf der Mauer. Tja.
In diesen Giftkeller komme ich noch nie und immer rein. Außerdem bräuchte ich da eine Objektsicht am besten. Ich habe hier weit und breit alles abgegrast und kein Antitoxin gefunden. Das ist nicht gut. Jo, da kommt das aus dem Keller raus. Wer weiß, was wer auch immer in diesem Burgkeller getrieben hat. Jedenfalls ist es erstmal unzugänglich. Geh mal hier hoch. Hier Antitoxin gelagert. Öllampe, Kelch, mächtiger Mana-Trank. Nö. Eins tiefer. Ist hier was? Die Antwort lautet nein. So ein Turm würde übrigens niemals so absacken. Der würde in sich zusammenbrechen. Der hat gar nicht die strukturelle Integrität, um anders als lotrecht zu halten. Also sowas, was man hier sehen kann, das sieht man auch nur in Computerspielen. In der Realität wäre das ein Trümmerhaufen. Da hinten ist noch eine Ecke, da könnte noch was sein. Das ist am interessantesten, das ist aber auch am giftigsten. Das geht Hand in Hand. Pflänzchen. Ich habe ein paar Drüsensuppen, aber... Wo bin ich denn hier? Ach so, wie sieht das aus? Okay, das sah gerade komisch aus. Treppchen? Gar nichts. Nicht gut. Hui! Hier geht's nicht um die Ecke. Eine Holzschüssel! Und hier Antitoxin, jede Menge. Nein, doch nicht. Wein, Schwefelbrocken. Und runter. Also die Beute hier ist begrenzt, aber ich glaube, hier rennt ja auch jeder Noob hin, der entgoliert ist. Und die Gebiete, wo ich bisher war, bei dem Skex mal abgesehen, sind ja ganz gut zu erklimmen und zu finden. Ohne Antitoxin. Tja. Was nu? Ich könnte mit Heiltränken und Drüsen sogar ein bisschen rumexperimentieren. Wobei der andere Ektor müsste doch eigentlich noch gehen, oder? Draußen gibt es aber auch. Ich werde hier warten. Okay. Ich bin hier. Das Giftgebiet. Tja, was tun? Speichern? So ein Antitoxin habe ich noch. Das wird jetzt mal benutzt. Drüsensuppe. Und Antitoxin. Ich werde hier warten. Mach hin, wir gehen mal in den Turm rein. Und finden hier einen Bolzen. Und gar nichts. Und ein Bett. Igitt.
Und einen Elixierbeutel, ja super. Ich werde hier warten. Feuer, Hammer, greif doch zu, Menschenskinder. Ich werde hier warten. Ich werde hier warten. Okay, ich habe eine besondere Waffe da rausgeholt, aber das nutzt mir gar nichts. Das ist ein Zweihänder, das ist total doof. Na komm, Trank. Ja, da halte ich fast. Was habe ich da bekommen? Das ist gewesen eine Waffe. Da. Ein Feuerrammer heißt ja 2. Zweihandwaffe. Stärke 69. Hahaha, die werde ich bis zum Ende vom Let's Play nicht haben. Ah, das ist doof. Schade. Ja, das kommt auf die Liste hier, diese Burgruine. Hier gibt es noch mehr zu erkunden. Vielleicht gibt es auch noch einen Keller irgendwo unten drunter. Und mit Objektsicht möchte ich da gerne auch nochmal lang, aber im Moment geht es halt nicht. Ohne Antitoxin keine Chance. Das heißt, haben wir hier... Nee, das war woanders. Ach, Mensch, Held, jetzt bleib nicht an diesem Balken hängen. Ich habe gerade sowas von keinen Bock auf diesen Dauerregen. Aber hier oben war auch kein Schlafsack richtig. Ach, der war sonst wo. Also hier kann man nicht schlafen. Theoretisch schon. Praktisch nein. Und hier hinten ist ja was versteckt? Nee. Okay, dann mal zurück nach Goliath. Ins Hotel. Zum Pennen. Wir verschlafen jetzt den Regen. So, wo sind die Betten? Wer zuerst kommt, mal zuerst. Beziehungsweise schläft zuerst. Ja. Bis zum nächsten Morgen. Es regnet aus allen Löchern, ja. Weg. Falk, geh weg. Mittag. Das hört sich besser an. Hey! Aus! Wie ist denn Sonnenschein? Wird nicht lange dauern, dass das wieder anfängt zu regnen. Also, giftige Burgruine bleibt noch auf der Erkundungsliste drauf. Und dann wäre ich ja eigentlich schon so weit, dass ich hier mal den See umrunden müsste. Hier unten, das macht mir ein bisschen Angst. Das muss ich mal in einem Schnelldurchgang abjetten. Das wird aber auch ewig dauern. Naja, erstmal dahin und dann ans Seeufer. Und mit ein bisschen Tempo. Seeufer. Ich drehe ein Ründchen, indem ich... Ach, hier oben. Im Uhrzeigersinn. Jo. Uhrzeigersinn ist immer gut. Schilf. Keine Pilze. Keine Sumpfspinne mehr. Hier drüber. Da drüben gab es ein bisschen Kram. Der ist aber schon in des Helden Inventar. Hey! Interessante Kulisse. Interessante Kulisse, so. Kritter. Schilf, Schlamm, Schlick. Mutantkraut. Ja, da ist ein Slugbeast auf dieser Insel, mein Lieber. Ich kann euch gerne mal miteinander bekannt machen. Brüllt rum und legt sich nieder. Dort
haben. Schön. Gut, das war zu weit weg und war zu langsam. Zwei Raptoren, wieder 80 Punkte. Aber ich glaube, das ist echt noch so viel. Hallo Held, Adjutor. Es ist noch so ein Millimeter. Aber das sind bestimmt noch 200 Punkte, wenn nicht gerade 300, die ich noch brauche. Also Raptoren, davon 10 und die Sache wäre geritzt, glaube ich. Seelenkraut finde ich stattdessen. Und Froschleichgründe. Wo ist hier eigentlich? Gibt es hier einen Weg? Ne, hier gibt es keinen Weg mehr. Ich habe hier mal am Seeufer, das hier muss ich mir mal separat erkunden. Blümchen. Ach so, das ist so eine... Ah, das ist schon die Insel. Ah, verstehe. Ja, erstmal außenrum. Die Insel habe ich ja schon mal mir angeguckt. Da gab es halt diese Slugbees und diese Heilwurzeln für... Oh, Held. Wo ist denn dieses Vieh? Schnauze da unten. Man sieht dich gar nicht. Du kannst aus dem Wasser spucken. Das halte ich auch für ein Gerücht. Ich könnte das nicht. Unter Wasser zu spucken ist schon eine Herausforderung. Und zwar eine ganz gewaltige. Feuerkraut. Da habe ich auch noch keine Verwendung, glaube ich. Wiesenkraut. Und auch für Wiesenkraut habe ich noch keine Verwendung. Schade. Ich hätte gern mal ein paar Rezepte finden. Vor allen Dingen eins für Antitoxin wäre gut. Natürlich nur, wenn ich dann feststelle, dass ich auch die Zutaten in rauen Mengen habe. Aber dann braucht man dafür eine Zyklopengalle und ein... keine Ahnung, ist noch fies. Einen Slugbeast-Flügel dafür klein gerieben. Und wenn dem so wäre, frage ich mich, wie es überhaupt zu Antitoxin in dieser Welt kommen kann. Ich helfe dir! Du hilfst mir, das ist ja schön, dass du mir hilfst. Damit bist du auch da. Ja, von den 10 notwendigen Raptoren war das der erste. Fehlen noch 9. Neun Raptoren. Pflück. Ja, lauschige Winkel hat es hier auch weniger an diesem See. Hier ist recht wenig los, ein Karren. Mit der berühmten Öllampe Wein und einem kleinen Heiltrank. Und hier gar nichts mehr, nee. Ja, Seeumrundung ist jetzt quasi durch. Ich weiß nicht, inwieweit ich auf der Insel... Oh, Ira, hallo. Auf der Insel dann... nochmal mich umgucke. Ich weiß ja, dass er ein Slugbeast ist und ich habe die meisten Kräuter auch gepflückt. Ich habe auch diese Waffe da, die es da gibt, diese besondere, schon gefunden. Ist jetzt für mich vielleicht gar nicht so interessant, da die Insel in der Mitte mir anzugucken. Ich sollte lieber wohin gehen, wo ich noch gar nicht war. Jo. Einprägsame Region. Findest du, ja? Die Leute laufen hier hin, die Berserker, zu diesem Ding, heben hier was auf und tragen es nach Goliath.
Aber was ist das und wie kommt das hierher überhaupt? Ist ja keiner, der hier was ablädt. Na komm, so ein paar Sachen noch kurz aufklauben. Du weißt schon, dass da ein Slugbeast ist, oder? Nee, das weißt du nicht. Feuerkraut. Ach hier, dieser komische... Wer stellt denn hier was hin? Also man kann hier zwar was wegtragen, aber da muss auch jemand hier was hinstellen, wenn man hier pausenlos was wegträgt. Und wer soll das denn sein? Das Slugbeast oder was? Das macht höchstens einen Reviermarkierungshaufen an eure Kisten. Und wehe, ihr rührt die dann an. Dann stinkt's. Und zwar ganz gewaltig. In mehrerlei Hinsicht. Komm. Jetzt pflück diese Heilpflanze. Grrr. Hier gibt es auch außer dem Slugbeast nichts mehr zu jagen, fürchte ich. Held, du... Geländeschwellen sind tödlich für den Alp-Commander. So, einmal rundherum und dann Haken dran. Oh, da ist was. Was ist, bist du? Du bist ein... Du warst ein richtiger Wühler, oder? Kein Schwerfälliger. Du bist ein Reißer. Was bist du? Reißer? Kenne ich jetzt gar nicht. Müssen wir neue speichern? Schieß ihm in den Schwanz. Oh, zwei. Ich helfe dir. Du hilfst mir also. Ja, komm. Ey, ich bin im Wasser. Falk. War das jetzt auf mich gezielt? Nee. Ah, die gehen nicht ins Wasser, oder wie? Doch, gehen sie. Oder nicht? Da ist irgendwo eins, da. Ich komme. Ah, es kommt näher. Aber gemächlich. Ja, von wegen gemächlich. Man sieht da nichts. Wo bist du denn? Ich schieße nur nach dem roten Fadenkreuz. Woher das Fadenkreuz weiß, dass es rot sein muss. Oh, Falk tot. Held! Ich kann nicht mehr schießen. Das Fadenkreuz ist weg. Kann nicht wahr sein. Komm her, ich hab die Kombo-Leiste voll. Nee, hab ich nicht. Ach, das war's. 60 Punkte. Oh, weia, das ist ein fieses Vieh. Ich bin Stufe 12 und habe eine Jägerrüstung. Das ist total... Wie soll man sagen? Wo ist Nummer 2? Das ist... Da irgendwo. Hallo? Da. Keine Ahnung, wo du feststeckst. Ah. Eine einzige Attacke von diesem Viehzeug raubt mir 80% meiner Gesundheit. Das ist irgendwie auf Stufe 12 total uncool. Gefühlt mache ich bei dem Vieh
mehr Schaden im Fernkampf als im Nahkampf. Diesmal nicht. Ein einziges Mal nicht. Halt die Ball. Doch, und wieder. Ich kann sogar im Sprint dem Vieh nicht ausweichen. Auch das finde ich sehr erklärungsbedürftig. Wieso habe ich eigentlich ständig die Akku? Informative Umgebung. Das ist genau der falsche Spruch gewesen gerade. Nichts dabei. Nichts dabei. Ja, da ist nichts dabei, ein paar Reißer umzulegen. Wow. Das hat mich ein paar Versuche gekostet hier. Wow, also echt, Reißer sind übel. Wir haben noch nicht mal einen Totenkopf. Guter Becher. Mana-Trank und Wein, das haben sie bewacht. Super. Und wie viele Heiltränke hat mich das gekostet? Ich glaube 7. Oh, Hilfe. Ressourcenschlacht. So, ein Slugbeast, nicht so nahe. War hier was? Nein. Na gut, das Video ist mehr als lang genug. Ich mache hier Schluss und weiter mit der nächsten Tourenplanung im Sonnenschein am Seeufer. Geht's dann im nächsten Teil. Bis dahin!